glaube, es ist eine wahnsinnige Chance erstmal. Wenn wir Algorithmen haben, die mit einer viel höheren Trefferquote voraussagen können, innerhalb von Millisekunden in Millionen von radiologischen Bildern, ob da ein Krebs drin ist, dann ist das eine eindeutige Verbesserung der heutigen Situation. Und da gibt es ganz viele solche Anwendungsfälle. Persönlich bin ich kein großer Freund davon, Klickraten zu optimieren, aber natürlich auch kann man da künstliche Intelligenz einsetzen. Das Risiko ist tatsächlich, dass wir Dinge wegautomatisieren, die wir eigentlich gar nicht automatisieren wollten, von denen wir eigentlich ganz gerne tun oder was Leute gibt, die echt happy damit waren, die aber aufgrund der Automatisierung einfach nicht mehr effizient sind. Also ein Beispiel könnten Langstreckenfahrten von Lastwagen sein. Da gibt es sicher viele Lastwagenfahrer, die das extrem gerne machen, die dann eine Berufung sehen. Aber wenn wir 10 Lastwagen hintereinander in Kolonne fahren können und es dann nur noch einen Fahrer braucht, dann wird das halt eben eine schwierige Situation werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, wie man mit vielen Menschen kommuniziert, weil es eine wichtige Message ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eben lernen, darüber nachzudenken. Und Medien sind das Medium dafür, hence the name. Also von daher ist das so ein bisschen das, was ich interessant finde. Man sollte von Technologie nie Angst haben. Das ist völlig sinnlos, weil sie kommt sowieso. Sondern man soll versuchen, sie zu verstehen und sich zu überlegen, wie man sie nutzen kann, um das, was man tut, noch effektiver machen zu können oder eventuell ganz neue Dinge zu tun. Beispiel gibt es ja jetzt immer mehr Algorithmen, die auch Musik komponieren können oder eben entlang spielen können. Das kann man erstmal als Gefahr wahrnehmen, aber eigentlich ist es eine wahnsinnige Chance, weil ich kann mit diesen Algorithmen spielen und vielleicht ganz neue Arten von Musik kreieren. Und ich glaube, das ist das Mindset, was man braucht. Dinge nehmen, verstehen und überlegen, was kann ich damit Tolles, Positives machen. Man sieht jetzt halt bei KI so ein wirklich großes Hype-Thema, was das alles kann, was mit alles, wo das alles hingeht. Es gibt ja auch diese Frage, ob man bald Hyperintelligenz haben, also Intelligenz, die Systeme, die intelligenter sind als der Mensch. Keine Ahnung. Im Moment sieht es ja so aus, als ob es noch mal weiter dauern würde. Und ich glaube, es ist auch die falsche Diskussion. Eben wie gesagt, ich glaube, die Diskussion, die wir führen müssen, ist, ob die jetzige Automatisierung nicht schon ein Problem ist für unsere Gesellschaft. Beziehungsweise wie wir das als Chance nutzen können. Und natürlich sieht man halt die ganzen anderen tollen Trends wie Blockchain und Robotik,